Nach der etwas stärkeren Rallye am Freitag, als die Märkte aus einer überverkauften Situation heraus nach oben gingen, sehen wir heute wieder ein bisschen Gewinnmitnahmen. Wir sind schlichtweg nicht mehr überverkauft. Wir sind in einigen Punkten schon wieder überkauft. Und so kommt all das ein bisschen zurück. Alles nicht dramatisch. Nasdaq etwas schwächer, die anderen Indizes leicht im Minus. Aber es ist ein ruhiger Wochenauftakt in der Woche, in der wir am Mittwoch dann nochmal das Fed-Protokoll sehen. Die Berichtssaison jetzt in den letzten Zügen liegt in den USA, also eigentlich nicht besonders spektakulär. Aber ich möchte Ihnen trotzdem etwas, wie ich finde, Spektakuläres zeigen, nämlich das mit Abstand profitabelste Unternehmen der Welt. Und viele sagen immer, der Fugmann, immer so negativ. Ja, wir wollen mal hier interessante Phänomene, interessante Investmentmöglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob man in diese Firma investieren kann, aber es ist zumindest die profitabelste Unternehmung der Welt. Und hier sehen wir mal die Bilanzsumme dieses Unternehmens. Wow, geht ziemlich steil nach oben. Da ist also Wachstum. Aus welcher Branche kommt denn diese profitabelste Firma der Welt? Und sie kommt aus dem Geldgewerbe, meine Damen und Herren, genauer gesagt aus dem Geldschöpfungsgewerbe. Es handelt sich um die US-Notenbank Fed. Und da wollen wir uns mal anschauen, wie deren Gewinne aussehen im Jahr 2020. Rechts Federal Reserve 322 Milliarden Dollar. Das ist mehr als folgende Firmen in den USA zusammen. Apple, Microsoft, Facebook, Netflix, Amazon, Visa, JP Morgan, Nike, Bank of America, Johnson & Johnson, Intel, Home Depot, Coca-Cola, Walmart und McDonald's. Nicht schlecht, kann man sagen. Da ist richtig was gebacken. Die Fed, die generiert natürlich Zinseinnahmen, die kann die Märkte manipulieren, wie sie lustig ist. Und da entstehen Gewinne. Auch die EZB oder die Bundesbank zum Beispiel schüttet ja Gewinne aus. Aber nirgendwo sind die Gewinne so dick wie eben bei der US-Notenbank, denn die druckt den Dollar, die druckt also die Leitwährung. Und da kann man das eine oder andere noch ein bisschen drehen. Ja, ist die Fed denn überhaupt ein Unternehmen oder ist das etwas Staatliches? Ich sehe immer wieder in Kommentaren auf meine Videos, ja, kein Wunder, die Fed sei ja eine private Unternehmung und so weiter und so weiter. Stimmt nicht ganz. Wir wollen uns mal anschauen, was da wirklich der Fall ist. Gegründet ist die Federal Reserve ja im Jahr 1913 in Reaktion auf relativ heftige Krisen. Aber es ist teilweise eben staatlich, nämlich die Board of Governors. Das sind die Chefs der 12 Filialdistrikten, könnte man sagen. Die Fed hat ja 12 Distrikte mit Sitz in New York, mit Abstand die wichtigste Fed, die immer stimmberechtigt ist. Dann gibt es eine in Cleveland, in San Francisco, in St. Louis, in Dallas und wo auch immer. Also da in Chicago, da gibt es Boston, da gibt es also verschiedene Filialen. Die Governors, wenn sie sich zusammentun, wenn sie sich treffen, dann sind sie eine staatliche Einheit. Aber die eigentlichen Filialen, die Niederlassungen, die sind jeweils privat und die können auch Dividenden ausschütten etc. etc. Also es ist eine etwas seltsame Konstruktion, aber wie wir sehen, eine sehr profitable Konstruktion. In dem Krisenjahr 2020 hat diese US-Notenbank so viel Gewinne gemacht, wie eben die vorhin gezeigten US-Unternehmen zusammen. Also da ist durchaus eben eine immense Marktmacht und diese Marktmacht durch die Fed, die erlaubt es anderen Unternehmen auch zu florieren. Wie, will ich Ihnen gleich mal zeigen. Aber zunächst mal hier der Chef dieser Notenbank stolz präsentierend den neuesten Geldschein. 100 Trillion Dollars, also 100 Billionen Dollar. Das ist ein Schein, der jetzt in Zukunft dann erst emittiert wird, dann wenn die Inflation ein bisschen angezogen ist. Aber kommen wir mal zu den Unternehmen. Inwiefern profitieren die Unternehmen denn von der Fed? Hier sehen wir mal den S&P 500 blau. Bums, geht nach oben. Und wir sehen hier orange, das sind die Gewinne der Unternehmen nach Steuern. Und da sehen wir, da tut sich eigentlich gar nicht viel. Da ist nicht wirklich viel passiert so in den letzten 4-5 Jahren. Aber die Aktienkurse sind weiter nach oben gegangen. Und ein Grund dafür ist, dass man sich verschulden konnte. Hier sehen wir mal die Gewinne pro Aktie. Das ist der hellblaue Chart. Und orange sehen wir die Schulden der Unternehmen. Die gehen steil nach oben. Die Gewinne gehen nicht so steil nach oben.
Aber diese Gewinne würden noch viel weniger steil nach oben gehen, wenn es nicht die sogenannten Buybacks geben würde, also die Aktienrückkäufe. Und das Spiel funktioniert so, die Fed stellt das Geld praktisch umsonst zur Verfügung, die Firmen schwimmen in Geld, wissen gar nicht wohin damit, also kauft man eigene Unternehmensanteile, also kauft man eigene Aktien zurück. Und das bedeutet, man verknappt das Angebot. Wenn das Angebot verknappt wird, dann steigt häufig mal der Preis, wenn die Nachfrage gleich bleibt oder sogar steigt. Und es steigt auch eben der Gewinn pro Aktie. Hurra, das ist also wunderschön. Und wir sehen, was wäre denn ohne Buybacks bei diesen Corporate Profits der Fall? Die wären deutlich geringer. Denn wir sehen das jetzt alleine in diesem Jahr. Haben wir jetzt bis 7. Mai Stichtag mit Abstand die meisten autorisierten Rückkäufe eigener Aktien, also Buybacks, 504 Milliarden bis Mai, also seit Januar, mit Abstand das größte Volumen seit 22 Jahren. Also eine wunderbare Maschinerie. Die Unternehmen nehmen das billige Geld oder das geschenkte Geld der Fed. Davon kaufen sie eigene Aktien. Damit pushen sie ihre Kurs-Gewinn-Verhältnisse nach oben, weil es weniger Aktien gibt, auf die der Gewinn verteilt werden muss. Und so sind alle wunderbar glücklich und zufrieden. Und die Aktienkurse gehen nach oben. Stocks always go up. Ja, ein wunderbares Casino, das nur Gewinner kennt. Das wird natürlich auf Dauer immer gut gehen, denn im Casino gewinnen ja auch alle, weswegen das Casino ja glänzend dasteht. Aber es gibt dann doch ein paar Mangelerscheinungen derzeit. An Geld mangelt es, wie gesagt, nicht. Aber es gibt eine sogenannte Worker Shortage, also ein Mangel an Arbeitskräften. Ich hatte mehrfach schon betont, dass die Firmen in den USA händeringend nach Arbeitskräften suchen. Hier sehen wir mal Google Trends, Worker Shortage, also Mangel an Arbeitskräften. Bums, geht steil nach oben. Ähnliche wie die Bilanzsumme der Fed. Hier mal aus Deutschland, Bausektor, IFO, Materialmangel, Hochbau und Tiefbau. Vor allem da sehen wir massive Materialmängel. Da ist eben das Lieferkettenproblem, da ist das Bottleneck-Problem, also das Flaschenhalsproblem. Jedes vierte Unternehmen berichtet hier aus dem Bausektor fast schon über Materialmangel. Also schon ziemlich herb, das wird ein echtes Thema und ist plötzlich so stark nach oben geschossen. Und wir sehen das auch in der Relation zwischen Inventories und Sales, also praktisch zwischen den Lagerbeständen der Unternehmen und das, was sie verkaufen. Wir hatten in Corona, als die erste Corona-Welle wütete, ein massiven Anstieg der Lagerhaltung. Klar, die Unternehmen konnten kaum was verkaufen, weil keiner einkaufen gegangen ist. Dementsprechend sind die Lager voll gewesen. Und jetzt sind wir auf dem tiefsten Stand seit ever, was Lagerhaltung betrifft. Das heißt, die Unternehmen haben praktisch keine Lagerhaltung mehr, weil alles abverkauft ist. Und dadurch entsteht diese Dynamik, die wir derzeit sehen, diese Dynamik, die auch Inflation nach sich ziehen könnte. Wie wir hier sehen, mal die 5-Year Inflation Expectations der Firmen, also das, was die Firmen in den nächsten Jahren, 5 Jahren an Inflation erwarten. Steiler Anstieg. Auch hier der US-Notenbank Fed und anderen Notenbanken sei Dank, die ja die Geldmenge massiv erhöht haben. 27% sogar inzwischen die Fed, 12, irgendwas Prozent die EZB, und diese Geldmengenausweitung, die trifft jetzt plötzlich auf eine Reopening der Wirtschaft, auf eine gestiegene Nachfrage, auf Nachholeffekte, die da plötzlich der Fall sind, und so entsteht die Situation, die wir gerade haben mit steigenden Preisen. Heute etwa New York Empire State Index mit dem größten jemals verzeichneten Preisanstieg zum Vormonat ever. Also da ist durchaus einiges an Preisbewegungen derzeit der Fall. Und interessant ist folgende Konstellation, um jetzt mal zu den Märkten zu kommen. Wir haben derzeit die größte Korrelation zwischen Anleihemärkten und Aktienmärkten. Das heißt, wenn die Anleihekurse steigen, dann fallen die Renditen, und zwar die für Staatsanleihen, und die Aktienmärkte steigen. Das passiert relativ oft. Wir haben eine Korrelation von über 0,5%. Zählt zu den höchsten Werten, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Normalerweise ist es eher andersrum, dass sozusagen, wenn die Aktienmärkte steigen, die Anleihekurse tendenziell fallen. So war es in den letzten Jahren immer. Warum? Weil wenn Risk on ist, die Märkte sich sagen, gut, dann kaufe ich Aktien, dann brauche ich keine Staatsanleihen. Dann möchte ich, wenn ich dann eine Staatsanleihe kaufe, eben eine höhere Rendite dafür haben. Aber derzeit ist eben alles fixiert auf die Fed, und da sagt man sich, naja, wenn die Renditen fallen, ist das insofern gut,
weil eben dann die Inflation offenkundig nicht durch die Decke schießt und die Fed vor allem hier das Tapering nicht betreibt. Jedenfalls ist das eine Konstellation, die ziemlich selten ist. Wir hatten das auch im Jahr 2000 kurz vor der Finanzkrise. Aber das ist jetzt nicht so, dass das so kommen muss, aber es ist zumindest eine gewisse Parallele. Wir haben dann sehenswerterweise Bitcoin ja heute wieder unter Druck, nachdem Elon Musk extrem intelligente Aussagen getroffen hat zu der Kryptowährung. Und wir sehen, dass Bitcoin jetzt in Relation zu Gold, das sich sehr gut entwickelt aktuell, weil eben der sogenannte Realzins jetzt auf dem tiefsten Stand seit 1981 oder 1980 ist, also Staatsanleihenrendite minus Inflation. Inflation ist ja massiv nach oben gegangen, Staatsanleihenrenditen gehen nicht so stark nach oben, dementsprechend die Realzinsen extrem negativ mit minus 4,1%, und das hilft jetzt Gold, während Bitcoin so ein bisschen abverkauft wird, nicht nur wegen Elon Musk, es sind auch andere Bereiche, die so ein bisschen als spekulativ gelten. Hier sehen wir mal, was seit 19. Februar der Fall ist. Russell 2000 etwa im Minus, Nasdaq noch im Minus, Gold im Plus jetzt. Bitcoin ziemlich deutlich im Minus seit 19. Februar, 18,53%. ARK, also die Produkte der lieben Cathie Wood, meine beste Freundin, minus 31%. Und die SPACs sind bei 32% im Minus. Und es war im März 2000 so, dass zunächst mal der Tech-Sektor korrigiert hat. Wir sehen ja, dass jetzt IPOs vor allem schlecht laufen. Coinbase zum Beispiel heute unter den IPO-Preis gefallen. DoorDash, wie sie alle heißen, die sehen ziemlich mies aus. Wir sehen, dass unprofitable Tech-Unternehmen sehr, sehr schlecht aussehen. Also da ist irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Generell ist sowas übergeordnet kein so gutes Zeichen für die Märkte, aber diesmal ist alles anders. Wir haben ja die Fed. Anderes Thema abschließend noch. Es gibt Nachrichten inzwischen, dass bekannt geworden ist, dass Bill Gates wohl zurücktreten musste bei Microsoft, weil er ein Verhältnis hatte mit einer Angestellten, und er hat sich auch sehr, sehr gut verstanden mit Mr. Epstein, jenem Kinderschänder, der ja verurteilt wurde und dann sich umgebracht hat. Und das war, wie man jetzt immer mehr herausbekommt, ein ziemlich enger Buddy von Bill Gates, also eine sehr skurrile Geschichte. Melinda Gates hat sich wohl auch deswegen jetzt getrennt von ihm, beziehungsweise kürzlich war ja die Nachricht, dass man sich hier scheiden lassen will. Und etwas, was auch indirekt mit Bill Gates zu tun hat, nämlich Virus, da sehen wir, dass die englische Regierung heute gewarnt hat, dass diese indische Mutante deutlich infektiöser sein soll als zum Beispiel die englische, gell? Ich habe schon gedacht, die Engländer sind ja wahnsinnig infektiös, ne? Aber die Inder sind noch infektiöser, ne? Also das könnte bedeuten, dass wir uns dann vielleicht das dritte oder vierte oder fünfte Mal impfen lassen. Wahrscheinlich laufen wir dann alle nur noch mit Spritzen rum. Gell? Ich brauche eine Impfung, morgen habe ich eine Impfung, übermorgen habe ich eine Impfung. Also wir sind ja schon auf einem guten Weg, hat man das Gefühl. Außengastronomie öffnet. Ich war jetzt in einem anderen Bundesland übers Wochenende, da saßen teilweise Leute wirklich schon draußen auf den Terrassen von Restaurants. Ein schöner Anblick. Das wäre schön, wenn dieser Sommer jetzt einigermaßen so werden könnte, dass wir Normalität haben und eben solche Mutanten uns hoffentlich nicht weiter belästigen. Nicht belästigen tun uns natürlich die Märkte, die gehen immer nach oben, der Fed sei Dank. Es ist eine wunderbare Maschine, die da läuft, die allerdings schon ein bisschen merkwürdig ist. In der Konsequenz kann das eigentlich so nicht auf ewig funktionieren. Aber diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und sage Servus und Ciao.